Binden Sie damit meine Knöchel an dem Stuhl fest. So schnell Sie können. Mit zwei Knoten. Überprüfen Sie noch einmal die Knoten hinter meinem Rücken und am Hals. Überzeugen Sie sich, dass Sie noch fest sind. Wenn Sie zufrieden sind, stellen Sie sich neben das Zimmer. Niemand soll das Zimmer betreten oder verlassen. Da sich kein Geist bei Licht zeigt, sorgen wir mit diesem Vorhang für etwas Dunkelheit. Und jetzt wollen wir sehen, ob sich die Geister in diesem Zimmer blicken lassen. Für die nächste Demonstration benutzen wir das Jackett. Wir zeigen Ihnen etwas Unglaubliches. Geister, Geister, nehmt die Jacke! Kommen Sie herein, meine Herren. Schauen Sie nach, ob meine Arme tatsächlich in den Ärmeln stecken, ob meine Handgelenke noch hinter meinem Rücken festgebunden sind. Vielen Dank. Ladies, es wird Zeit. Geister! Geister, weg mit der Jacke! Jetzt ist es an der Zeit, dass mir jemand in diesem Zimmer Gesellschaft leistet. Wie heißen Sie? Jonathan. Okay, Jonathan, nehmen Sie Platz. Wir möchten nicht, dass Sie sich fürchten, darum verbinden wir Ihnen die Augen. Legen Sie Ihre linke Hand auf meine Schulter. Und Ihre rechte Hand auf meinen Arm. Das ist nicht mein Arm. Vielleicht sollte eher ich mich fürchten. Wir versuchen jetzt noch einmal, ob sich die Geister in diesem Zimmer blicken lassen. Was ist mit Ihrer Hose passiert? Mit Ihren Schuhen? Die Pumps sehen aber nicht schlecht aus. Einen großen Applaus für Jonathan. Kommen Sie alle hier herunter. Überprüfen Sie die Seile an meinem Rücken. Sehen Sie nach, ob die Knoten wirklich fest sind. Und dann nehmen Sie die Schere und schneiden Sie die Seile durch. Meine Herren, bitte überprüfen Sie noch einmal die Knoten an meinen Handgelenken. Sie genießen das sehr. Für unsere Herren hier, bitte einen großen Applaus. Stellen Sie sich bitte dort herüber. Überzeugen Sie sich, dass nichts in dieses Zimmer hinein oder herauskommt. Unser nächstes Experiment ist sehr merkwürdig. Wir haben festgestellt, dass man, wenn man dieses Zimmer verschließt, Geräusche aus dem Inneren hört. Als ob die Damen dieses Hauses nicht wüssten, dass sie tot sind. Als ob ihre Geister jetzt versuchen auszubrechen. Ich zeige Ihnen, was ich meine. Let me show you what I mean. Shall we? Everyone be still. Seien Sie ganz ruhig. Öffnen! Sofort öffnen! Öffne die Rückwand! Kommen Sie alle hier hin. Genau. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an dem ich Sie alle einlade, mit mir in das Zimmer zu gehen. Sie scheinen nicht gerade begeistert zu sein. Das ist für Sie. Gehen Sie hinein. Legen Sie die Augenbinden an. Wir werden jetzt noch ein weiteres Element hinzufügen. Diese Vorhänge stammen aus dem Haus. Sie sind den Geistern also vertraut. Wir werden uns mit ihnen im Zimmer verstecken. Strecken Sie Ihre Hände aus. Wir reichen Ihnen die Vorhänge. Sehr gut. Wir halten die Vorhänge hoch und versuchen, die Geister zu erwecken.
Ah, Sie waren großartig. Ich habe noch eine Sache, die ich Ihnen vorführen möchte. Ich hoffe, es gefällt Ihnen. Ich hoffe, es funktioniert. Es ist toll. Das war's. Vielleicht wird es dem Publikum auf dieser Seite besser gefallen. Vielen Dank. Wissen Sie, als ich ein Kind war, habe ich nie Schnee gesehen. Ich meine, ich habe natürlich im Fernsehen oder im Kino Schnee gesehen, aber nie in Wirklichkeit. Ich bin in New Jersey aufgewachsen, aber jeden Winter fuhr ich mit meinen Eltern zu meiner Tante nach Florida. Und so hatte ich nie Gelegenheit, Schnee kennenzulernen. Als ich 8 Jahre alt war, habe ich meine Eltern gebeten, diesen Winter über in New Jersey zu bleiben, damit ich endlich einmal Schnee sehen konnte. Und das war in dem Jahr, in dem es keinen Schnee gab. Jeden Tag betete ich für Schnee. Es gab keinen. Ich saß draußen und wartete darauf, dass es endlich anfängt. Weihnachten rückte immer näher. Immer noch kein Schnee. Am Weihnachtsabend saß ich am Fenster. Irgendwann schlief ich dort ein und mein Vater kam und trug mich zum Bett. Ein paar Stunden später klopfte es an meiner Schlafzimmertür. Es war meine Mutter. Sie sagte, David, wach auf. Und ich wachte auf. Sie sagte, David, schau aus dem Fenster. Und ich schaute aus dem Fenster. Und es schneite. Ich konnte es einfach nicht glauben. Und ich rannte nach draußen. Und ich lachte. Und ich weinte, als ich den Schnee auf meinem Gesicht, auf meinem Kopf spürte. Das war der erste Zauber, den ich jemals erlebte. Als der Frühling kam und es nicht mehr schneite, schnitt ich Papier in kleine Stücke und warf sie in die Luft, um noch einmal dieses Gefühl zu erleben. Im ganzen Haus lag dieses Papier rum. Aber das war meine Art, diesen Zauber das ganze Jahr am Leben zu erhalten. Auch heute noch merke ich, wie wichtig es ist, diesen Sinn für das Wunderbare zu bewahren. Diese kindliche Hoffnung, zu wissen, wenn man an etwas glaubt und man es wirklich will, dass dann nichts unmöglich ist.
David Copperfield, Unexplained Forces, geheimnisvolle Kräfte. Spätestens, wenn er es dann schneien lässt, geht beim Publikum die Sonne auf. Überall auf der Welt. Gleich geht's weiter. Magazin heute nicht wie gewohnt aus dem RTL-Studio in Köln, sondern aus einer abgesunkenen Stretch-Limousine. Wir treffen uns hier gleich mit einem